Genau, so. Und jetzt fehlt uns noch einer. Der Wächter hinten wird es nicht sein, aber es ist eine Wache. Ja, wir selbst. Ja, die da unten. Oder da hinten. Eher da hinten. Jetzt wohl nicht sein. Ah, da ist sie, okay. Gott sei Dank. Wow. Oha Makoto. Zum Takabahati? Makoto Chakeke. Makoto Chakeke. Takamaloche? Ganz meine Meinung. Kannst du mir etwas Gutes über die Guchos sagen? Warum Palaver in Sprache der Guchos? Sonst verstehe mich hier kein Schwein. Ich möchte den Guchos helfen und lernen ihr Palaver. Ich möchte den Guchos helfen und lernen ihr Palaver. Uwamba mea tosheka. Hike sum kapo. Du wollen wissen, was ich denke von Guchos? Ja. Bahati denken, dass wir genug andere Probleme haben. Überall Mortao und Spinnen. Es wäre besser, wenn wir uns mit den Guchos verbünden würden. Super, Worte des Schutzes. Das müsste jetzt eigentlich reichen, ne? Worte der Vernunft, Worte des Schutzes. Soll ich mit dir auch noch reden? Ne, ich glaube, das reicht jetzt. Ich kann nicht speichern, wenn ich er bin. Alter. Ich überlege gerade. Versuche jetzt auch mit denen zu reden dahin. Mit ihr. Mal schauen, was sie sagt. So. Nur nicht übertreiben. Was hältst du von den Guchos? Taka? Ich versuche Hiruto zu überzeugen, dass die Guchos nicht böse sind. Taka? Ach, verdammt. Guchos, Kabuki, Hiruto, Bambule, Donkas, Bambule, Gucho, Kampa. Taka, Hiruto, Sumshi, Gucho, Gucho, Hoshi. Tataka, Hiruto, Sumchi, Gucho, Hoshi. Chi! Gucho, Hoshi, Miyamiti, Gucho, Samo, Gucho, hübsch. Scheiße, ich verstehe kein Wort. Taka? Vergiss es. Okay. Mist, die kann die Sprache nämlich nicht. Also ist jetzt blöd. Aber wie die eine, das finde ich witzig. Die eine, die uns den Zauber gemacht hat, hat sofort erkannt, dass wir Makoto sind. Also dass wir das wir sind. Ah, Patty bewegt sich. Und der mächtige Schwane hatte keine Ahnung. Ist irgendwie eigenartig. Aber okay. Und dass er mit uns auch nicht in. Dass er quasi nicht in der Sprache der Kieler mit uns redet, ist auch interessant. So, die Meinungen der Kieler sind Hiruto also wichtig. Chi, wenn sie dir drei Argumente für den Frieden geben, werde ich ihren Wunsch achten. Bahati sagt, von den Spinnen geht eine viel größere Bedrohung aus. Die Kieler werden untergehen, wenn wir nicht auf sie achten. Tawonga, Hiruto hatte das nicht bedacht. Das ist allerdings noch nicht genug. Such weiter. Ja, ja. Kamils Meinung ist, dass die Ahnen nur denen helfen, die sich selbst helfen. Ihre Hilfe zu erflehen, wird sie nicht dazu bringen, uns beizustehen. Das ist wahr. Doch ist das noch nicht genug. Ja, ja, Tenya sagt, wir Kieler werden beim Kampf gegen die Guchos viele Männer verlieren. Moleke werden schutzlos sein, wenn sie nicht mehr sind. Chi, der Schutz unseres Volkes ist wichtig. Das sollte ich bedenken. Ich hoffe, du hast noch mehr, denn sonst ist mir das zu wenig. Nein, keinen Kampf. Chi, du hast Hiruto überzeugt. Ein Kampf gegen die Guchos ist unter diesen Voraussetzungen eine schlechte Wahl. Danke, Makoto. Geh nun wieder auf deinen Posten.
Ich muss mich nun weiter meinen Aufgaben widmen. Okay, okay. Was machen wir jetzt? Yalla, Makoto. Großes erwartet dich. Ja. Und wie gehe ich jetzt wieder in meinen Körper zurück? Warte, ich rede mal mit Tenia. Ono Palava. Du weißt, was zu tun ist. Okay. Dann zurück. Yalla Yalla oder Makoto wird böse. Okay, gut. So, speichern wir mal. Sicher, sicher. Und reden mal mit Hiruto. Nope. Höre. Ich habe eine wichtige Entscheidung getroffen. Ach ja? Chi, ich werde die Piraten dulden auf unserer Insel. Aha. Woher jetzt der Sinneswandel? Mein Volk sprach in Weisheit zu mir. Ich werde auf seine Stimme hören. Tja, dann sag ich mal, den Ahnen sei Dank. Danke dir für deinen Rat. Hier, nimm dies, Friedensstifter. Ja, für Gold, supi. Ich möchte mit dir über Slim, den gefangenen Piraten, reden. Gut, Hoshi der Killer. Hiruto wird dir zuhören. Doch wisse, der Pirat Slim hat unseren Boden entehrt. Er ist Kabuki für uns, Killer. Kurz gesagt, er hat Mist gebaut. Chi, er hat Gaia erzürnt mit seiner Anwesenheit. Böse Aura. Tau, der Tod, erwartet ihn bereits. Sag, wie würdest du an Hirutos Stelle handeln? Oh. Verschone sein Leben. Verschone sein Leben. Warum ist dir sein Leben wichtig? Er wurde getäuscht und hat eine zweite Chance verdient. Ich sehe deine Entschlossenheit. Gut. Dieses eine Mal werde ich den Rat eines Gutschos achten. Geh nun und berichte ihm von meinem Urteil. Okay, bringe das bei. Härte, glaube ich, kann er ja. Na gut, ich kann ihn jetzt zumindest befreien. Das hat uns plus 3 Seele gebracht. Ich glaube, mehr geht jetzt dann, glaube ich, eh nicht mehr. Ich meine, wir sind jetzt, glaube ich, eh schon... Ah, 96, wir haben nur 4 Seele geht noch. Wir können den Seelenstab eintauschen. Gegen Seele. So, wo ist... Ah. Okay. Warte, ich probiere mal was. Hätten sogar noch Platz dafür. Ich muss sie nur finden. Genau, so. So, ist doch gleich viel besser hier. Alter, geht's noch? Ich habe den Häuptling davon überzeugt, dich freizulassen. Oh Mann, danke. Ab heute werde ich eine ehrliche Haut, ich verspreche dir. Ich werde ab sofort jeden Tag eine gute Tat vollbringen und... Jetzt halt einfach den Rand und mach, dass du von hier verschwindest. Danke nochmal. Ich breche auf zum Piratenlager. Wir sehen uns. Mhm. So. Was machen wir jetzt? Wir müssten ja eigentlich auch dorthin, zum Piratenlager. Sicher ist sicher. Okay, eigentlich müsste das Rache Süß jetzt eigentlich erledigt sein. So, speichern und wir fragen ihn ja gleich. Was wirst du jetzt mit deinem neuen Leben anstellen? Naja, erstmal werde ich mir bei Buß einen saufen. Und dann? Sauf ich noch einen. Okay, du hast also noch keine Ahnung, was du machen wirst? Klar doch, ich werde für jeden Tag dankbar sein, den ich noch erlebe und... Säufst dir einen. Naja, schon verstanden. Na toll. Hätte nie versuchen sollen, dich übers Ohr zu hauen. Danke. Gut, dass du es einsiehst. Na gut, dann werden wir jetzt mal runterlatschen. Und die Quest hier machen. Die andere geht anscheinend nicht. Ich weiß nicht genau, was man da machen muss. Ja, ja. Wie komme ich denn da hin? Da hier runter, hier rücken. Egal. Mal runter hier. Okay, bei dem kann ich immer noch Taschendiebstahl machen. Ja,
jetzt haben wir nicht mehr so viel zu reden. Es ist jetzt ein bisschen mehr hin und her gelaufen, weil wir halt alle Quests erledigt, also zumindest mal den Großteil angenommen haben und jetzt auch erledigt haben hier auf Kila. Ich weiß nicht, ob es dann überhaupt noch was gibt oder nicht. Ich bin halt ein Fan von Dinge erledigen. Jetzt. Ja. Auf damit. Ihren Abbein wäre sie mal lieber davon gerannt. Puh. Gehabt. Mistvieh. Ah, jetzt. Was ist das? Das war's dann wohl. Ja, mit der Fackel. Spinnenbein, Spinnensichel, sehr schön. Ein Äffchen und wir müssen nicht hier lang, sondern hier hinten lang. Mit der Fackel durch den Dschungel laufen ist natürlich auch sehr, sehr vorteilhaft. Mistvieh! Wären sie mal lieber davon gerannt. Okay. Die zuckt doch ein bisschen, aber das ist okay. Hier ist ein Mensch. Reden wir mal mit ihm. Sieht mir nach einem Piraten aus. Hey! Gut, dass ich dich hier treffe. Auf dich habe ich gewartet. Du bist genau der richtige Partner für meinen großen Plan. Plan? Ja, genau. Am besten, ich erzähl dir unterwegs davon. Unterwegs? Natürlich unterwegs. Vom Herumstehen kommen wir dem großen Tempel kein Stück näher. Also, geh vor. Ich folge dir. Okay. Vater hätte... Da ist das große Tor. Der Tempel liegt auf der anderen Seite im verbotenen Tal. Irgendwie müssen wir die Wache davon überzeugen, uns hindurchzulassen. Ja, das weiß ich schon, aber... Du gehst da nicht mit, mein Junge. Ich hab keinen Bock, dass der da mitgeht, aber okay. Moment mal. Wer hat dir eigentlich erlaubt, mir einfach nachzulaufen? Keine Sorge. Ich werde schon auf dich Acht geben. Ich sichere unsere Nachhut auf unserem Weg zum großen Tempel. So, so. Großer Tempel, ja? Was ist, wenn ich das gar nicht will? Du wirst es nicht bereuen, das verspreche ich dir. Du wirst schon sehen, bald werden wir beide reich sein. Hast du nichts zu tun? Klar, ich habe mich ganz meinem großen Plan verschrieben. Das ist doch genug. Wie auch immer, du kannst von Glück sagen, dass du mich getroffen hast. Wir werden uns gut verstehen, da bin ich mir sicher. Okay. Von welchem Tempel redest du da überhaupt? Die Eingeborenen haben im verbotenen Tal einen geheimen Tempel. Man munkelt, dass derjenige, der ihn findet, mit Reichtümern nur so überschüttet wird. Du glaubst wohl alles, was man dir erzählt. Das kommt aus einer zuverlässigen Quelle, glaub mir. Du wirst mir noch dankbar sein für diese überaus wertvolle Information. Bring uns einfach zu diesem Tempel, dann wirst du schon sehen. Ah, yeah. Wie kommen wir in das verbotene Tal? Tja, das ist das Problem. Wir müssen durch das große Tor im Südwesten von Kila. Dieser übel gelaunte Eingeborene, der davor steht, lässt aber nur diejenigen rein, die er als würdig erachtet. Am besten du machst, was er dir sagt, sonst kommen wir da nie rein. Okay. Warte halt hier. Warte hier. Jupp. Moment mal. Du willst den Tempel doch wohl nicht ganz alleine plündern, oder? Ich glaube, ich komme besser mal mit. Oh Gott. Ist der anstrengend. Na gut, ich rede mal mit ihm hier. Da Capo Guccio, deinesgleichen hat hier nichts verloren. Das verbotene Tal ist tabu für dich. Nur wenigen ist es gestattet, den heiligen Boden zu betreten. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wie poetisch. Wenn ihr keine Fragen mehr habt, solltet ihr diesen Ort verlassen. Na, Fragen? Was hat es mit dem verbotenen Tal auf sich? Das verbotene Tal... ist der Sitz unseres Orakels, Guccio.
Es ist äußerst wichtig, dass das Orakel in seinem Frieden nicht gestört wird. Die schlechten Einflüsse dieser Welt könnten es verwirren, ja im schlimmsten Fall sogar verändern. Okay. Kannst du mir noch mehr über das verbotene Tal erzählen? Dort ist der Dschungel dicht und die Gefahren sind groß. Unsere mächtigste Kiki ist ins Tal entsandt worden, um das große Orakel zu sehen. Wenn die Zeit reif ist, wird sie wieder zurückkommen. Wenn du mehr über uns Kila erfahren willst, dann geh ins Dorf. Es ist südlich von hier. Hm. Wir wurden damit beauftragt, sie zu finden, weil sie schon sehr lange da drinnen ist. Ich habe hier etwas Proviant für dich. Sheku? Ein Gucho bringt mir etwas zu essen? Das ist Aufgabe unserer Muleke. Ich helfe euren Muleke, das Essen zu verteilen. Tawonga, Gucho. Baraka erkennt dein gutes Herz. Es ist gut, dass du diese Aufgabe übernimmst und unseren Frauen hilfst. Hier, nimm dieses kleine Kipawa. Hey, ich finde es sehr schön hier. Du nicht auch? Das ist jetzt so wichtig, dass du mich unbedingt in ein Gespräch verwickeln musst. Ich meine ja nur, den meisten fällt gar nicht auf, wie schön es hier eigentlich ist. Aber geh nur weiter. Wir haben ja noch so viel zu erledigen, nicht wahr? Ja, halt die Fresse. Ich speichere das lieber. Fleisch, Luchsfell, ah. Okay, ich rede mal kurz mit ihm nochmal. Lass mich ins verbotene Tal. Nur der, der das alte Wissen versteht, darf den heiligen Boden betreten. Sonst weiß ich nicht, ob du nicht den Zorn des Orakels erregst. Verstehst du das alte Wissen? Hm, noch nicht. Dann kehre zu mir zurück, wenn es soweit ist. Mist. Er ist ein Kuroko. Ich kann nicht normal kämpfen, wenn... Kämpf endlich! Wenn andere Leute dabei sind, sind alle erwischt. Das ist furchtbar. Heldenkraut. Widerliche Spinnen! Mann, was ist hier eine Uhr? Hier endlich, du elendes Scheißvieh! So weitermache, ist der da hinten tot. Oh, das gefällt mir gar nicht. Altes Wissen. Magischer Kristall. Und auf mit der Truhe. Knochenflinte, oh, Geisterflinte, sehr schön. Da gibt es tolle Sachen. Schnaps des Blutes, sehr schön, sehr schön. Das war's? Weiß ich nicht. Okay. Okay, ich hol mir mal den Teleport hier. Geht doch. Hier ein Portal her. Das ist gar nicht so schlecht. Auch wenn die Welt schön ist hier, aber der läuft so langsam, der Charakter. Das ist einfach furchtbar. Sorry. Ich muss mich hier umschauen. Hier hätte man doch schon irgendwas verstecken können. Irgendein Erz oder sonst irgendetwas. Aber anscheinend nichts. Nichts davon. Okay, der lässt mich nicht rein, weil ich das Aktivist noch nicht kenne. Gut. Kann ich durchaus verstehen, was ist da unten? Ah.
Aua! Ich bin verletzt! Du musst auch nicht ständig im Weg herumstehen. Aber das tut weh! Du bist offensichtlich kein guter Kämpfer. An deiner Stelle würde ich mir eine andere Beschäftigung suchen. Nein, ist schon gut. Ich schaff das schon. Wirst schon sehen. Bald werden wir die fette Beute teilen. Habe ich dir eigentlich schon mal erzählt, wie ich Pirat geworden bin? Nein. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das hören will. Das war eine total verrückte Geschichte. Oh Gott. Eigentlich wollte ich es gar nicht, aber irgendwie... Du musst wissen, ich komme nämlich von ziemlich weit her und habe gar keine Ahnung von der Seefahrt. Ist ja auch egal, dafür habe ich andere Qualitäten. Das wirst du schon noch merken. Was wollte ich gerade noch erzählen? Gar nichts. Geh einfach weiter. Ja, gut. Wir können ja später noch reden. Danke. Gott, ist ja anstrengend. Geh weg, ich will die Blume hier aufnehmen, Patty. Da oben ist irgendwas. Los doch! Okay. Das war daneben. Kämpf endlich! Au! Pass doch auf, was du machst! Der Kerl vor dem großen Tor lässt mich wohl nicht rein. Tja, wenn das so einfach wäre, wäre ich schon auf der anderen Seite im verbotenen Tal. Lass dir halt irgendwas einfallen. Aber die gute Nachricht ist, egal wie lange es dauert, ich bleibe an deiner Seite. Sehr ermutigend. Na, toll. Warte hier. Alles klar. Moment mal. Du willst den Tempel doch wohl nicht ganz allein? Ich... Oh Gott, der läuft jetzt ganz mit mir mit. Okay. Los doch! Habe ich die ganze Zeit diesen Typ dabei. Das brauche ich unbedingt. Ich finde die Idee, dass man andere trifft, nicht schlecht. Eigentlich. Das ist ein Weißt du eigentlich, warum sie mich bei den Piraten rausgeschmissen haben? Nein, aber ich fürchte, das wirst du mir gleich erzählen. Also, das war so. Am Anfang haben mich alle gemocht, weil ich ja eigentlich ein ziemlich netter Kerl bin. Ich habe mir fast die Hände blutig geschuftet für die Kerle, nur um dabei sein zu dürfen. Und was machen die? Sie schmeißen mich raus, nur weil ich versehentlich das falsche Bett benutzt habe. Ich meine... Alleine natürlich. So, so, das falsche Bett benutzt, ja? Und das war alles? Glaub mir, ich habe sonst nichts gemacht. Ehrlich. Ja, ja. Komm weiter jetzt. Na schön, aber ich war noch nicht fertig. Ist mir aber sowas von egal. Tot? Mir. Wir sehen uns, Homie. Okay, gut. Was habe ich jetzt für eine Quest eigentlich? Was? Da muss ich durch das große Tor. Tafelsilber werde ich hier nicht mehr erreichen, die Quest. Das geht auch nicht. Drache ist süß. Da muss ich mal warten, bis der... Das ist Antigua, das bringt mir gar nichts. Nervensäge. Wer zur Hölle? Welcher Idiot hat diesen verrückten Mord bei den Piraten aufgenommen? Der Kerl ist eine absolute Katastrophe. Ein Wunder, dass er überhaupt noch lebt. Bei seinem losen Mund weg. Ich fürchte, ich werde ihn nicht so einfach wieder abschütteln. Er will unbedingt in den Tempel in den verbotenen Tal und ausgerechnet, ich soll ihm dabei helfen. Ich werde ihn sicher nicht in meinen Kahn mitreißen lassen, aber hier auf Kieler kann ich kaum verhindern, dass er mir nachläuft, sobald er mich sieht. Entweder ich poliere ihm die Fresse und schicke ihn in die Wüste oder ich tue, was er will, sonst rückt er mich nicht mehr. Naja, gucken wir mal. Ich habe mich um Slim gekümmert. Er wird so schnell niemanden mehr in die Irre führen. Und was macht dich da so sicher? Weil ich ihm garantiert keine zweite Chance geben werde.
Gut. Denn wenn einer meinen Bruder umbringt, dann bin ich das. Na, besten Dank. Haha, jetzt hab dich nicht so. Ja, die wollte ich eigentlich nicht reden. Okay, warte, hier geht natürlich nicht. Ja, das ist jetzt falsch. Okay, was machen wir jetzt eigentlich? Ich werde mal jetzt... Ich werde mal jetzt ins Dorf hochlatschen. Wobei, nicht hochlatschen, ich werde mich teleportieren. Das geht einfach viel schneller. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie wir jetzt weiterkommen hier. Nö. Wie er mir auch immer nachläuft, das finde ich cool. Schön. Hier wohnen übrigens die Eingeborenen. Sie nennen sich auch die Kila. Genau wie die Insel hier. Ist das nicht witzig? Das ist ja sehr scharfsinnig. Das wäre mir gar nicht aufgefallen, wenn du es nicht erwähnt hättest. Ich meine ja nur, du musst echt aufpassen auf die Kerle hier. Ehe man sich versieht, hat man einen Speer im Rücken. Halt einfach die Klappe und lass mich machen, okay? Ich wollte ja nur, dass du Bescheid weißt. Mhm. Ach, Samogeier. Okay, hier ruht euch da oben. Oh, gute Puppe. Ah, lass ich mal liegen. Was macht denn die hier? Na gut, ich glaube, wir verfolgen das Ganze dann in der nächsten Folge. Ich muss jetzt gleich eine Aufnahmepause machen. Na, speichere ich mal. Was ist denn heute? Nur 9:09. Das ist ein schönes Datum. 13:40 passt. So. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und während wir uns hier noch ein bisschen die Tanya ansehen, wie sie einen Freudentanz vollführt. Oder so ähnlich. Bin mir nicht so sicher. Ja, okay. Ich sage mal vielen Dank fürs Zuschauen und ciao, bis dann. Baba.